Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Torchlight. Ich war hier gerade fröhlich am Verkaufen, da wurde ich hier von einem bösartigen Skelett angefallen. Das finde ich nicht in Ordnung. So, warte mal, jetzt. Ich habe schon mal einiges verkauft. Ich habe aber hier noch einen Ring. Eisschaden, Resistenz und Giftresistenz würde ich dann an Lotti geben wollen. Diesen Gürtel hier, den würde ich mir nehmen. Und hier habe ich einen Einhänderstab gefunden. Den finde ich ganz interessant. Da bräuchten wir eventuell vielleicht irgendwie ein Schild oder so noch dazu, das ich natürlich gerade nicht habe. Aber wir haben einen zweiten Waffenslot. Ich packe das mal da rein. So, hier haben wir noch einen Kaltglutstein, den hebe ich auf. So, warte mal, du mein Freund, du nimmst das jetzt mal und dann habe ich noch hier immer noch das. Erhöht Verteidigung permanent um 2. Das bedeutet doch eigentlich, wenn ich das trinke, warte mal, ich will mal gucken. Die Verteidigung ist jetzt bei 23. Ah, 25. Cool. Oh, und ich habe 10 Punkte. Ja, geil. 2, 3, 1, 2. Und dann werde ich hier oben mal 1, 2, 1, 2, 3. So machen wir das. Und hier haben wir auch noch was zu vergeben. 3 Punkte. Alter. Was haben wir denn hier? Eisschock. Wirft einen Kristall, der in einer Eisenexplosion Gegner einfriert. Aha. Verbessert die Chance auf kritische Treffer und erhöht ihren Schaden. Immer aktiv. Das finde ich gut. Crit finde ich immer gut. Würde ich sogar schon mal 2 Punkte drauf machen und dann hier den letzten vielleicht noch da drauf. Okay. Okili dokili, ihr Lieben. Ja, ich probiere mal die neue Waffe. Wie war das mit W? Ja, mit W wechseln. Alles Klärchen. So, hier hinten war noch Mobs. Bäm. So, ihr werdet jetzt mal sterben hier fröhlich, ihr Lieben. Und ich stehe schon wieder in der Krätze hier drin. Ne? Naja. Naja, kann man nichts machen. Wie ist das denn? Gehst du weg? Oh, warte, hier ist noch eine Urne, die hätte ich noch ganz gerne. So, Lotti, dir geht's gut? Jawohl, dir geht's gut. So, warte, nee, hier waren wir. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Boah, ist das ein dicker, hässlicher Mobs. Ach, hier! Ach Gott, mein Todesglutstein. Ja, der liegt hier immer noch rum. Eine Quest wurde abgeschlossen. Au, au, au! Alter. Ja, da liegt er da rum. Ich hätte ihn fast vergessen. Aber auch nur fast. So, dann haben wir die Quest nämlich auch schon erledigt. Dann gehen wir mal hier unten gucken, was hier so fröhlich los ist. Okay, da ist könnte was Größeres, Böses. Nein, doch nicht. Der wollte gerade irgendwas Böses machen. Habe ich ihn im Sprung erwischt. So, den einmal kurz von der Brüstung geschubst. So, und ich schieße da mal drauf. Da hat einer überlebt. Das geht ja gar nicht. Ein Überlebender. Oh, was ist denn hier unten los? Alter. Wieder mal ein Zombie treffen, ja? Naja. Au. Ja, manchmal sehe ich vor lauter Loot hier gar nichts, ne? Aber okay. Werden wir hinkriegen. Das ist ein Fischloch. Ich würde ja ganz gerne nochmal angeln. Gib mir das mal. What the fuck ist denn hier los? Bitzul irgendwer. Ah, geh aus der Brühe, Alter. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen warten. Lotti? Lotti? Wo ist Lotti? Lotti ist hier irgendwo am Mann. Aha. Okay, aber Hauptsache Lotti hält das durch. Da wird geschossen. Da wird geschossen auf mich. Warum? Ah, bist du das? Geh weg. Mag dich nicht. Bin ich böse. Ach, gucke mal. Treppe nach unten. Sehr schön. Kann ich da nicht? Kann ich hier nicht weitergehen? Echt nicht? Ist ja doof. Da war die Treppe nach unten schon mal. Da ist mein Fischloch. Da oben sind doch auch noch ein paar. Die machen wir gerade noch. Und dann gehen wir angeln. Ja, alle weg. Alle um. Alle
Bäh, ihr seid alle gemein. Ihr blöder Bogenschütze. Ja, gehst du? Oh, da ist ja auch noch einer. Die Urne noch. So, haben wir das jetzt hier oben sauber. Dann würde ich ganz gerne jetzt mal angeln gehen ein bisschen. Man weiß ja nicht, was man hier rausholt, ne? Aber auch nicht allzu lange, keine Sorge. Vielleicht ein bis drei Mal, mal gucken. Na komm, da war's, sehr schön. Fischi, Fischi, was haben wir denn da? Ein Netzfisch. Weiß gar nicht, ob kann man diese Fischlöcher hier leer angeln? Verschwinden die irgendwann? Ich weiß es nicht. Ich tendiere aber eher dazu, dass sie nicht verschwinden. Na komm, na komm. Ich weiß, du willst es. Jawohl. Was haben wir jetzt? Er den Fisch immer anstarrt. Einen Schmutzfisch, okay? Er kann es immer gar nicht fassen, dass er überhaupt was geangelt hat. Ja, so wie jetzt, genau. Da guckst du blöd, ne? Da guckt er blöd auf den leeren Haken. Na dann. So, komm, jetzt. Na, na, na? Jawohl, okay. Noch ein Schmutzfisch. Okay, lass mich mal gucken. Das ist der mit dem Goblin-Schoßhund, genau. Was macht das? Verwandlung in eine Spinne. Aha. Ja, komm her. Den finde ich lustig. Ich denke mal, Lotti hat dann auch irgendwie extra Fähigkeiten natürlich, sonst würde das ja keinen Sinn machen. Wir gehen schon mal Treppe nach unten. Guck mal, wo wir da rauskommen. Ja, Lotti hat dann extra Fähigkeiten, ne? Was anderes wäre ja Quatsch, sonst bräuchten wir sie ja nicht verwandeln. So, Freunde. Ich muss gleich erstmal noch gucken. Nimm mal die Axt mit. Nee, das mache ich am besten gleich. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Glutstein der anderen Farbe. Das war die Bibliothek. Okay, es geht abwärts. Hedge hat ein Portal geöffnet. Achso, das war oben. Suche nach Ruhm, das war unsere Ballade. Okay, dann wäre es ja vielleicht sinnvoll, wir benutzen hier die Stelle mal und porten uns mal zurück in die Stadt. Geben da die Aufgaben ab und die haben garantiert auch schon wieder neue Aufgaben für uns. So, mein kleiner Barde, wo bist du denn? Da bist du. Tralala, der Unhold ist erschlagen. Bizzultide lebt nicht mehr. Tralala, Sieg für unseren Helden. Wir sind ewig dankbar, und zwar sehr. Weshalb der sauertöpfische Blick, wisst ihr gute Reime nicht zu schätzen. Achso, das war ein Reim? Ach Gott, entschuldige. Ich wurde von der Muse geküsst. Es reicht nicht aus, von einer Schlacht zu berichten. Ich muss eine Geschichte aus zahllosen Siegen zusammenstricken. Die harte Arbeit der Dramaturgie könnt ihr getrost mir überlassen. Ihr müsst nur die Monster erschlagen. Für den Anfang solltet ihr euch mit Mormur in seinem Hort auf Ebene 7 messen. Aha, ich frage mich, ob wir hier irgendwann unser Lied auch mal komplett hören. Unsere Ballade. So, mein Freund. Ihr habt ihn gefunden, das ist ja großartig. Aber irgendetwas ist seltsam daran. So dunkel irgendwie. Vielleicht ist das bei Todesglutstein ja normal, aber ich fühle im Inneren dieses Stückes minimale Spuren eines lebenden Geistes. Danke für die Suche danach und hier ist eure Belohnung, wie versprochen. Dankeschön. Und du hast noch was für mich, mein Freund? Habt ihr je eine Glutsteinvene gesehen, die durch Wasser verläuft? Ich habe gelesen, dass dabei schimmernder Glutstein entstehen kann, aber ich habe so etwas noch nie selbst gesehen. Haltet bitte die Augen danach offen, in Ordnung? Ich werde während eurer Abwesenheit meine Forschungen fortsetzen. Was soll ich machen? Irgendwas suchen? Schimmernde Tiefe? Moment. Wasser liegt, ein Stück schimmernder Glutstein. Okay. So, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun, wie man sieht. Warte mal, hier hinten ist noch eine Ecke, da waren wir noch gar nicht. Oh, da ist ein Fischloch.
Hier steht doch bestimmt auch noch mal irgendwann jemand, oder? Sonst wäre das doch sinnlos hier die Ecke. Könnte ich doch schwören. Ja, da ist noch ein Fischloch. Okay, da könnten wir bei Zeiten noch mal angeln. Ich überlege gerade, ob wir erstmal in den Dungeon hier von Hedge gehen. Ich glaube, das machen wir auch. Ja, okay. So natürlich nicht. So natürlich nicht, Freunde. Jetzt müssen wir erstmal hier den Krempel loswerden, denke ich. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Oha. Attributmagie. Aber das hat eine 11er Rüstung. Ich glaube, das nehme ich. Scheiß auf den Stein, der da drin war. Blinder Stab. Giftstab. Mit 104. Okay. Ach, okay. Jetzt habe ich hier einen Vielzweckbeil erstmal reingelegt. Ah ja. Ey, warte mal. Das hätte ich gern. Hier, nimm den Schrott dahin. Das werde ich auch erstmal verkaufen. Was ist denn das hier für ein komisches Beil mit 50 Schaden? Was haben wir hier? 80. Ja, dann nehme ich das halt erstmal da rein. So, hier haben wir noch einen Ring. Resistenz, Gesundheit, Eisresistenz. 35 Gesundheit. Warte mal, Kupferring zaubernd. Welcher ist das? Der. Hier, dann nimmst du den. Ich nehme den. Sehr schön. So, das kann weg. Das kann weg. Kartenschriftrolle Dungeon. So, warte mal. Die bringe ich jetzt gerade erstmal in mein Inventar. Die nimmt mir sonst Platz weg. Das packe ich auch erstmal weg und das kommt auch erstmal raus. So, genau. Hedge. Da wollte ich hin. Rein in das Portal und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier die ollen Schätze finden, die er gerne hätte. Ich frage mich, was? Gruft des Chronisten. Ich frage mich, ob das hier jetzt auch wieder ewig viele. Aha. Okay, also warte mal, mach mal andere Waffe. Ob das hier auch wieder ewig viele Level oder Ebenen hat nach unten. Aber das werden wir ja dann sehen. So, warte mal. Hier haben wir erstmal eine schicke Truhe. Hedge hat ja gesagt, Waffen und Gedöns kann ich alles behalten. So, warte. Ja, ja. Okay, Lotti macht da auch fröhlich mit. Das finde ich sehr nice. So, ich hole mir mal hier die Urne. Oh, oh. Moment. Moment, Lotti. Warte auf mich. Ich muss erstmal kurz hier unten aufräumen. So, Freunde der Nacht, hallo. Ich bin gekommen, um euch umzuschlagen. So, einmal darüber. Mach's weg. Ist die Waffe irgendwie langsamer? Niedriges Angriffstempo. Aha. Ja, seht ihr mal. Habe ich doch sofort gemerkt. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber na gut. So. Skelettkrieger. Zombies. Aha, aha. Kehelek Ubil. Aha. Ja, ja. Kehelek Dingens. Ja, ja. Ich habe hier gleich keinen Mana mal wieder mehr. Jetzt ist er um. Habe ich gar keinen Mana für gebraucht, um den umzuschlagen. So. Alle weg. Alle tot. Oh. Hat der meinen Hundi gebissen? Ich habe Quietschen gehört. Lotti hat gejault. Du, wer bist denn du hier? Naja, du bist um. Völlig egal, wer du bist. Jo. Ey, geh weg. Geh einfach weg. Du gehst nicht an meine Lotti. Oh, warte. TNT-Fass. Das könnte ich eventuell mal in Ruhe lassen. Sonst sprenge ich mich ja hier nur wieder selber in die Luft. So, einmal hier die Urne kaputt. Bam, bam, da ist auch noch einer. Okay, den habe ich nicht getroffen, aber dafür den Kerzenständer. So ein Kerzenständer kann auch ganz schön bösartig sein, das sage ich euch. Ja, kommt ihr mal alle hier, ja, ja, kommt ihr mal hier alle ganz gemütlich die Treppe hoch. Okay, die muss ich jetzt erst ein bisschen hochkommen lassen. Ja, lasst euch Zeit. Kein Problem, ich habe es nicht eilig.
Baran Ubal. Aha. Ah, stirb halt einfach. Also. Also, es geht doch. So. Oh, Foliante Offenbarung liegt da rum, ihr Lieben. Das könnte das Schätzchen sein, das Hedge haben. Ne? Das Hedge. Oh Gott, ey. Ist er. Jo. Hedge haben möchte. Könnt ihr mich mal den Satz bitte zu Ende sprechen lassen? Wir packen das gleich ein. Ich will erstmal ein bisschen aufräumen hier. So, das Fass mache ich auch noch kaputt. So, du Ekelgewürm. So, hier, gib mir den Heiltrank. Ah, nein, die Rolle, die Rolle. Oh Gott, oh Gott. So, was haben wir hier drüben? Oh, ein Portal. Das heißt, wir sind schon durch den Dungeon durch. Im Prinzip. Ist ja unfassbar. Gib mir mal... Na, kommst du dann her? So, und jetzt gehen wir zurück. Und holen uns den Folianten. Jawohl. Sehr schön. Dann haben wir das doch erledigt hier für Hedge. Das finde ich super. Und dann geht's schon wieder ab nach Hause, Lotti. Wir waren sehr erfolgreich. Jawohl. Da ist er schon und wartet auf uns. Ein Buch? Ist das beste Artefakt, das ihr dort gefunden habt? Hm, interessant. Diese Zeichnung sieht genauso aus wie mein Zauberstab. Vermutlich gibt es da irgendeine Verbindung. Ja, ich sehe schon. Ich kann das Buch dazu benutzen, Portale zu allen möglichen Orten zu öffnen. Reichtum, wir kommen. Aha, das heißt... Gegrüßet seid ihr. Gegrüßet seid ihr. Erinnert ihr euch noch an das Buch, das ihr mir gebracht habt? Ja, es ist erst eine Minute her. Den Folianten der Offenbarung, wie auch immer. Jedenfalls wird dort ein Gegenstand erwähnt, der tief im Berg verborgen liegt. Rituelle Sense. Es wimmelt dort sicherlich von Monstern, aber das bedeutet letztendlich nur, dass niemand anderes unseren Schatz stehlen kann. Ich werde ein Portal öffnen und wenn ihr mir den Gegenstand Rituelle Sense bringt, erhaltet ihr sogar eine Belohnung. Dank euch kann ich mir das ja jetzt leisten. Toll. Toll, Hedge. Hedge, das ist ganz großes Kino hier. So, ich habe Punkte, ihr Lieben. So, 1, 2, 3 und 1, 2 passt. Jo, und was machen wir hier mal Schönes? Das finde ich ja immer noch auch sehr interessant hier. Haben wir denn hier Nahkampfexpertise-Gedöns? Nahkampfwaffen habe ich ja nicht. Die will ich auch eigentlich nicht nehmen. Glutsteinschild. Hüllt sich in Glutsteinenergie ein, die körperlichen Schaden absorbiert. Glaube ich. Bleib erstmal hier. Hier möchte ich gerne hin. Glutsteinlanze. Erfordert Stufe 15. Ich weiß gerade gar nicht, welche Stufe wir haben. Aber das macht ja auch nichts. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich kann mich immer so schlecht entscheiden hier. Ich nehme das. So, habt ihr jetzt davon. Okay, ihr Lieben, und dann würde ich vorschlagen, ich beende die Folge, werde hier erstmal wieder alles identifizieren und verkaufen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, eure Trin.